Vielen Dank, Herr Präsident. Im Vorfeld der Finanzierungskonferenz in Addis Abeba und ein Jahr vor der Revidierung des EU-Haushaltes 2014 bis 2020 möchte ich mich vor allem auf zwei Aspekte konzentrieren. Der erste ist, dass aus jedem Mitgliedsland insgesamt 0,7% des Bruttonationaleinkommens in die Entwicklungszusammenarbeit fließen sollte. Dazu haben sich im Jahre 2000 die EU-Mitgliedstaaten erneut verpflichtet. Dieses Ziel haben aber nur 4 Mitgliedstaaten erreicht. Auch Deutschland ist leider nicht mit dabei. Der zweite ist die politische Kohärenz im Sinne der Entwicklungspolitik, damit das Geld gezielt verwendet und nicht versichert, sowie weitere Potenziale genutzt werden. Alle Politikbereiche der Europäischen Union, wie zum Beispiel Handels-, Umwelt-, Landwirtschafts-, Bildungs-, Finanzpolitik, müssen noch stärker miteinander verzahnt werden. Die Ziele der EU, Armut in den Entwicklungsländern zu reduzieren, Frauen und Mädchen in diesen Ländern zu stärken und die Bildungssituation zu verbessern, können nur durch politische Kohärenz erreicht werden. Flüchtlingsströme, in denen die Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, können dadurch reduziert werden. Danke.